Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir werden jetzt mit Randvi reden, nachdem in der letzten Folge ja Sigurd wieder so ein bisschen am Rad gedreht hat, ja. Werden wir jetzt gucken, was Randvi hat, dann werden wir mit Sigurd auch nochmal reden und dann werden wir diese Schlägerei machen und dann gucken wir mal, wie viele Punkte uns das bringt und wie viel Zeit wir dann noch haben, um irgendwie noch was zu erkunden. Ja, also, let's go. Mein Stern. Mein Stern? Ich möchte dir für dein Urteil danken, Eivor. Dass du eingesprungen bist, als Sigurd es nicht konnte. Trotz allem, was geschah. Armer Mann. So wütend und waghalsig kenne ich ihn nicht. Siehst du diese Seite häufiger? Selten. Es gab Augenblicke, in denen er angespannt war. Besorgt, ängstlich. Aber nicht so. Niemals, jemals so. Tun wir für ihn, was wir können. Schließlich sorgen wir für unsere Leute. Wir helfen, seine Wunden zu heilen. Wenn es nicht zu spät ist. Währenddessen sollten wir weiter vorandrängen. Ich betrat Jofurvik Shir, um Jarl Halfdan zu treffen. Und ging als Freundin König Halfdans. Wir haben endlich einen Schwur. Gut. Sehr gut. Jawohl. Na, ja, haut ab. Ich hab keinen Bock mehr. Kein Bock mehr zuzuhören. Verlorener Ruhm? Ja, ich würde eigentlich gerne machen mal hier. Sie ins Bett bitten? Nein, dann machen wir jetzt. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Das machen wir jetzt nicht. So. Wir haben hier in Globecaster Shir noch was. Amtun Shir können wir noch nicht machen. Denkrakester ist abgeschlossen. Schrube Shir auch. Snutinger haben Schier. Wie sagen, gehen wir hier hin, ne? Empfohlene Stärke 200 oder Globekester? Gehen wir erstmal hier hin. Was geht in Globekester Schier vor sich? Dir ist vielleicht aufgefallen, dass Gunnar aus seiner Schmiede verschwunden ist. Ja. Er reiste nach Globekester Schier, um eine Frau zu suchen. Eine Frau? Er ist verliebt. Wann ist das denn passiert? Wann passiert das unserem treuen, liebestollen Schmied nicht? Aber es hat etwas Gutes. Er bittet dich, zu ihm zu stoßen. Um ihm bei seiner Suche zu helfen? Sorg dafür, dass er sich nicht zu peinlich aufführt. Ich glaube, er denkt, deine Anwesenheit stärkt sein Ansehen. Machen wir das. Warum auch nicht? Warum auch nicht? In Ordnung. Ich spiele Gunnars Hüterin. Wenn auch nur, damit er in einem Stück zurückkehrt. Sehr großzügig von dir. Na dann, auf nach Glowcaster. Dort findest du ihn. Alles klar. So, ich will jetzt einmal ganz kurz gucken. Sigurd ist abgehauen. Jetzt kann ich nicht mit ihm reden. Okay. Ist auch nicht schlimm. So, wir werden jetzt mal eben hier uns prügeln. Ja, Sigurd ist jetzt abgehauen, keine Ahnung, wo der sich wieder rumtreibt. Aber wir können mal eben einmal ganz kurz gucken. Was haben wir denn jetzt alles für Quests? Hafnertop? Ah, das ist immer noch... Okay, Beowulf, ja. Reiche Stufe 6. Orden. Codex halten. Jofurvik Shir. Wir sind da noch gar nicht fertig? Okay. Das wundert mich jetzt. Das ändert meinen Plan so ein bisschen. Aber wir werden uns trotzdem erst prügeln. Damit wir das einmal auch gemacht haben. Können wir sagen, wir haben alles von diesem Fest gemacht. Dann gehen wir zu Halfdan. Dann müsste das ja erstmal beenden. Ich weiß gar nicht, was da los war. Wir haben den Faustwettkampf wieder dabei. Gut. Ist schon zu lange her. Hat sich seit letztem Mal was geändert? Wir haben die Regeln ergänzt, damit es herausfordernder ist. Du erhältst für jede gewonnene Runde Marken. Oh, geil.
Du kannst jederzeit aufhören und sie mitnehmen oder sie im nächsten Kampf einsetzen und noch mehr gewinnen. Geil. Wenn ich diesen nächsten Kampf verliere, das weg. Dann bleibt dir nichts. Je größer das Wagnis, desto geil. Größer der Lohn. Geil. Ich verstehe, was du mit herausfordernder meinst. Bereit zu kämpfen? Ja, sicher. Komm. Wir machen das. Wir regeln das jetzt. Let's go. Oh, wow. Muss erstmal wieder in die Schlägerei reinkommen. Okay, geblockt. Kniestoß. Okay. Er ist schon down? Warum? Der durfte mich doch gar nicht mehr schlagen. Er war doch schon down. Ach, mit Trinken ist auch wieder. Natürlich. Aber wer ist der Nächste? Du kleiner Wurm. Komm her. Bist du bereit für die nächste Runde? Ja, sicher. Tja. Das bin ich. 10 Marken. Das ist geil. Oh, komm her. Okay, der ist gut. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer. Oh, ich habe zu wenig Ausdauer. Okay. Okay, das war gut. Wir haben die Schwäche. Okay. Jawohl, geblockt. Bam. Boah. Okay. Muss erstmal wieder reinkommen in den Faustkampf. Ja, nächste Runde, komm. Ich bin gespannt, ob es wieder 10 Runden gibt. Wer ist er denn? Bist du bereit für die nächste Runde? Ja, sicher. Das bin ich. Für 10 Runden kriegen wir also dann 100 Marken. Okay. Ah ja, die können wir nicht blocken. Oh, offener Fight. Offener Fight jetzt hier. Die Straßenprügelei. Ah, gib ihm. So. Ja, er rennt schnell. Er rennt schnell weg, hast du gesehen? Hauptsache schnell weg. Sehr gut, Eivor. Bist du bereit für die nächste Runde? Ja, ich bin bereit. Ach, die Scharfschützen, korrekt. Weil wir das schon gemacht haben, ich dachte, ne? Du beherrschst die Kriegskunst. Ja, beherrsch ich auch. Deswegen haben wir sie jetzt freigeschaltet. Na komm. Nein, ich mach gerade ernst. Ach. Du bist nicht halb so gut wie erwartet. Und trotzdem hast du keine Chance. Aua. Ja, du kannst nicht weglaufen. Okay. Das hat sich komisch angehört, Eivor. Ja, immer. Ich dachte, der Einsatz würde sich mal wirklich erhöhen. Ich bin bereit. Wenn wir einmal verlieren, verlieren wir alle Marken.
Oh, wir sind schon ein bisschen Hacke, ne? Also das ist ein Grafikfehler. Wir sind angetrunken. Na komm. Ach, er macht den. Ah, komm, im besoffenen Zustand hat er auch keine Chance. Dicke Schwinger. Da. Lauf zur Mami. Langsam trübt das Ale unsere Sinne hier, ne? Oder das Met. Was war das? Das hat sich wie so ein Gremlin angehört. Bist du bereit für die nächste Runde? Ja, ja. Ich hoffe, ich höre mich da nicht wieder wie ein Gremlin an. Ich bin bereit. Okay. Du bist benebelt, ja, ach, sag bloß. Oh, ich bin benebelt, ich kann hier nicht mehr fokussieren. Oh, wow. Okay, das wird dann schwer. Wenn wir jetzt nicht mal mehr fokussieren können. Beziehungsweise anvisieren können. Na komm her. Das war schlecht von dir. Komm, wir haben ihn in der Ecke, komm. Immer drauf, immer drauf. Jawohl. Scheiß drauf, ob wir benebelt sind oder nicht. Wenn er direkt vor unserer Lunte liegt hier, dann. Das war schwer, so eine Gremlin-Lache, ey. Da kann ich jetzt nicht mehr fokussieren? Ach, da ist er. Bist du bereit für die nächste Runde? Ja, sicher. Ja, ich bin bereit. Der Eiersammler. Ich kann aber noch nicht fokussieren. Jawohl, gib ihm. Oh, das war knapp. Oh, der war gut, ey. Nein, oh. Oh, wow. Oh, stark. Der Eiersammler. Boah, jetzt gibt's eine wilde Schlägerei, ich seh's. Okay. Boah, starker Move. Jetzt das Knie nochmal. Jawohl. Boah. Alvin hat's drauf, ey. Der hat ganz schöne Eier, ey. Na, wir sind immer noch glücklich. Das ist die Hauptsache. Was ist er jetzt wieder? Das macht mir echt Probleme, dass ich nicht anvisieren kann. Bist du bereit für die nächste Runde? Ja, ja, alles gut. Der nächsten Kämpfer. Schon längst da. Ah, ich bin benebelt, ich weiß. Boah, das ist jetzt voll schwer. Ihr kennt sie gar nichts mehr jetzt. Oh oh, er ist irre. Ach, so einer ist das wieder, die kennen wir doch. Was, was macht sie denn hier? Auch besoffen. Ja, wie kommt sie denn hier in den Ringen überhaupt? Ach, Kopfnuss Johnny ist das. Da macht er seine Kopfnuss.
Kopfnuss ist sowas von scheiße. Ist so schlecht. Bringt einem so gar nichts, diese Kopfnuss. Okay, der war nicht schlecht. Da. Jawohl. Gib ihm. Gib ihm. Jawohl. Der tritt in die Magengrube. Die irritiert mich da hinten. Was ist denn jetzt? Ja, was ist denn jetzt? Ja, eben, was ist jetzt? Wer kommt jetzt? Jetzt müsste irgendwann mal so ein dicker Bursche wieder kommen. Ja, da ist er doch. Oh Mann. Bist du bereit für die nächste Runde? Ja, wir machen alle Runden hier, komm. Oh, den nächsten Kämpfer. Oh oh. Da, wer ist er denn? Ah, ich sehe nichts. Oh wow. Oh wow, der macht viel Schaden. Oh, das war knapp. Okay. Jawohl, gut, ey, boah, jetzt gib ihm. Okay. Okay. Das war eine starke Kombo, mein Freund. Ich bin halt auch Hacker, ja, das. Oh, das war schön. Jetzt gib ihm. Wir können ihn nicht. Ich kann ihn nie blocken, ey. Bin zu doof, ihn zu blocken. Okay, der hat eine krasse Rüstung gehabt, aber sein Leben ist wie so ein kleiner Hobbit. Okay. So, letzte Runde müsste das jetzt sein, ne? Oh ja. Das ist der richtige für die letzte Runde. Fünfmal so groß wie wir. Für die nächste Runde? Ja, letzte Runde. Jawohl. Ja, ich bin bereit. Oh oh, der Goliath. Oh jo. Ey, ey. Boah. Ey, boah, geh doch da raus. Okay, der ist gut. Der soll ihm Distanz bringen. Schön. Oh, wir haben ihn in der Ecke. Hat er keine Chance. Wir haben ihn in der Ecke. Gib ihm immer weiter. Prügeln ihn quer durch. Oh, nein. Ja, wieder in der Ecke, jawohl. Prügeln ihn durch, ey. Haha. Oh oh, jetzt nicht mehr. Naja.
schön. Hier das Knie, genau. Oh. Mal das Knie. Bam. Oh. Jawohl. Nicht schlecht, ne? Titel verteidigt. Was war das? Die Prügelgeschwister. Sind nun als Gegner in der Schlägerei verfügbar. Okay. Okay. So, 140 Mark. Ich will mal gucken. Dann kann ich auch mal zeigen, was wir hier noch kaufen müssten. Und ich will noch mal eben gleich das Aussehen von meinem Schiff ändern. Zeig mir doch mal, was du hast. Sieh dich nur um. Diese, wir haben fast alles gekauft. Dann er kostet 240. Kaufen das jetzt noch und das noch. Was ist denn? Dann brauchen wir jetzt noch 270 Marken. Das ist zweimal kämpfen. Das mache ich aber nicht in der Aufnahme, also keine Panik. Bleib gesund. Also zweimal kämpfen, dann haben wir alles freigeschaltet. Das ist gut. So. Das haben wir. Jetzt müssen wir, jetzt hier nochmal hier oben hin. Tatsächlich. Warum auch immer ich da, das nicht gemacht habe, als ich da war. Ich hab keine Ahnung, wirklich nicht. Muss an mir vorbeigegangen sein. Wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das war, weil dann wirklich die Mission kam, kehrt zu Randvi zurück. Und dann muss die wahrscheinlich gleichzeitig auch noch gekommen sein. Ja, und dann war da ein Fehler. Ah ja, dann machen wir es jetzt. Na, Evo. Wir haben unseren Titel verteidigt bei den Prügelspielen. Die anderen beiden machen wir dann auch noch. Dann können wir alle mal... Achso, ich wollte mein Schiff machen. Ich sag's noch und dann reise ich woanders hin. Ah, ich muss da dran denken. Weil es immer interessant, wie die Haare durch den Kragen gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was Halfdan noch für uns hat. Nicht, dass der jetzt krepiert oder sowas. Na komm schon. Weil wir haben... ich weiß nicht, wo genau ein Design für, also ein Jötner-Design für unser Schiff freigeschaltet, gekauft, ich weiß es nicht mehr. Und das würde ich halt gerne mal dran machen. Weil Flussraubzüge will ich jetzt in nächster Zeit auch mal wieder machen. Dann würde sich das anbieten. Aber jo. Flussraubzüge müssen wir machen, dann können wir die Kapazität unseres Schiffs erhöhen, dann können wir mehr mitnehmen, dann können wir die Joms Kriegerhalle da ausbauen, also ja. Drei? Warum drei? Warum habe ich nur drei Mahlzeiten dabei? Ich hatte doch gerade beim Kämpfen alles voll. Verstehe, wer will. Egal. Was ist denn hier jetzt noch los? Ich frage mich, wie es Halfdan geht, nun da er auf seinem Thron sitzt.
Ja, ist nicht da. Gucken, was Moira jetzt für uns hat. Moira, stimmt etwas nicht? Weine um Nordhymbre. Oh, ist es wegen Halfdan? Geht es ihm schlechter? Sein Herz ist gebrochen. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Nun, da Faravid verloren und seine Brüder fort sind, wiegt er sich in Verfolgungswahn und Trauer. Ich könnte mit ihm sprechen. Wo ist er jetzt? Er läuft durch Pichiringas Felder mit seinem geliebten Beonton. Ich finde ihn. Danke, Moira. Pichiringa ist im Osten. Folge einfach der Straße nach Skadaborg. Wir brauchen den glorreichen Halfdan zurück. Stark und sicher. Wir brauchen den glorreichen Halfdan zurück. Stark und sicher. Ja, alles klar, ich hab's verstanden. Moira sagt, dass er möglicherweise in Pichiringa ist. So, Pichiringa. Ach, das wird mir angezeigt. Oh, wow. Darf Agida mal eben mit seinem Hund spazieren? Alles klar. Warum auch nicht? Würde ich auch machen. Würde ich auch erstmal 2 Kilometer. Da hinten können wir rausreiten. Ja, Freunde, dann suchen wir mal Halfdan, würde ich sagen. Ach, die wieder. Die kriegen das auch nicht auf die Kette da, ne? Also ich würde gerne aus dieser Stadt rauskommen. Ist hier ein Ausgang. Jawohl. Ja, wir spielen auch nochmal zusammen. Willst du dich an Erlek versuchen? Ja, das machen wir einen anderen Mal. Oder wo muss ich denn lang am besten? Gehen wir hier lang. Ja, das war ein Fehler, habe ich mir nämlich gedacht. Weißt du, dass ich hier schon einmal war und dann da festhing? Ach, das ist ja. Wie wär's mit einem Würfel? Nein, jetzt nicht. Andern Mal. Er ist aus dieser verdammten Stadt hier raus. Jetzt hier raus? Stimmt. Kuchen. Stimmt, sie hat ja den Kuchen gemacht hier, genau. Da, endlich sind wir draußen. Okay, dann 1,2 Kilometer. Let's go. Ich bin mal gespannt, was da wieder los ist. Jetzt kommen wir auch in ein neues Gebiet rein, ne? Aber das ist gut, da wollten wir sowieso hin. Dann kann ich da theoretisch auch den Aussichtspunkt holen, der da ist. Guck mal, wir verlieren gar keine Ausdauer mit dem Pferd. Ich wusste gar nicht, dass wir es voll gelevelt haben, wusste ich, aber ich dachte, es geht immer noch irgendwie Ausdauer weg, auch wenn man es voll gelevelt hat. Ich glaube, wir müssen hier quer durch. Oh. Luftlinie und so. Oh, hier siehst du gar nichts mehr. Oh, den habe ich nicht gesehen, ne? Da. Ja. Hier muss er irgendwo sein. Er ist bestimmt hier oben auf dem Berg. Ja, Pichiringa, da ist er doch, der Berg. Oder der Ort. Ein Ort.
Charisma ist hier. Ich würde in die Taverne gehen an seiner Stelle. Oder in die Kirche. Das ist die andere Alternative. Oh, wer bist du? Du bist ein dicker Bursche, dich nehmen. Beweise deinen Wert in der Schlacht und verdiene dir deinen Platz an der großen Tafel. Lofrig. Mahlzeit für Arme. Da hinten ist er. Kein Ruhm, keine Hoffnung. Nichts als Schnee, still wie eine Leiche in ihrem Grab. Steh auf, Halfdan. Ich bringe dich zurück nach Jurforvik. Komm hoch, Herr. Du bist ein König. Du darfst nicht schmollen. Männer gaben Blut und Leben, um dich auf diesen Thron zu setzen. Also setz dich! Mein Bruder Ivar, starb er den guten Tod? Er starb im Kampf. Du erschlugst meinen Bruder und hast es nie gesagt. Du hast es mir verheimlicht. Es war kein Geheimnis. Opa wusste es. Hat er es dir nicht? Lass mich. Nein. Ich bin hier, um dich sicher nach Hause zu bringen. Also steh auf. Ich habe meinen Hammer verlegt. Ich glaube, Beonton ist damit weggerannt und mir geht es nicht gut, Eivor. Ich finde deinen Hammer. Und dann kommst du mit mir. Ich war auf dem Weg nach Skadaborg. Wenn du meinen Hammer findest, bring ihn mir dorthin. In der Halfdans Hammer. Egal. Freundin. Wie soll ich den... Ach so, da wird's mir angezeigt. Okay, ich wollte schon sagen. Okay. Ja, dann auf und davon. Gehen wir hier raus. Wir werden hier jetzt nicht looten und die Kisten holen und sowas alles. Wir können ja hier wieder hinreisen. Ist denn Beonton hingelaufen? Oh. Gut gemacht. Ach, guck, jetzt geht die Ausdauer runter. Hier geht's für uns nicht weiter. Da ist Beonton und bewacht den Hammer. Oh. Oh, er wird angegriffen. Boah, mach einen Move, Alter. Guter Junge. Halfdan braucht seinen Hammer. Okay. Komm, mein Junge. Können wir da jetzt eine Schnellreise hin machen? Nee, jetzt nicht hier sein. Ach, dahin. Naja, gut, da wollten wir eh hin. Aussichtspunkt und so, ne? Okay. Okay, du läufst da lang. Warte, ich folge dir. Du bringst mich zu deinem Herren, oder? Wisse. Aber du bringst mich irgendwie nicht dahin. Habe ich so das Gefühl. Dann reite ich lieber selber.
Oh, Ladebildschirm. Ah, ja, ja, im Baum beinahe stecken geblieben. Jetzt kein Charisma. Ja, nur aus diesem schönen Städtchen wieder raus. So, perfekt. Okay, so. Dann kommen wir noch zu dem Aussichtspunkt, zu dem ich wollte. Das ist also praktisch. Praktisch, praktisch. Das Ding ist ja, ich habe keine Lust, mit ihm dann das ganze Stück zurückzureiten, ne? Das wäre irgendwie nicht so cool. Da hinten. Was will der denn hier? Jetzt mal ganz ehrlich. Hier will. Der Leuchtturm. Halfdan erwartet mich. Dieser Hammer ist nicht dafür da, ihn zu werfen, Halfdan. Denk nächstes Mal daran. Schenkte ihn mir. Er hatte ihn einem finnischen Anführer abgenommen. Er war noch warm vom Blut, als er ihn mir gab. Ich zählte 14 Winter. Ragnar Lodbrok war ein großer König. Alter, wenn du ihn jetzt da runterwirfst, dann schmeiß ich dich hinterher. Ein finnischer Pfeil tötete meine Mutter. Sie war eine Schildmaid. So wild wie der Wolf, der die Sonne verschlingt. Mein Vater schwor, die Männer zu töten, die sie uns genommen hatten. Und das tat er. Alleine gegen 14. Aber das war vor Jahren. Weit im Osten. Hier im Westen ist mein Vater ein Haufen Knochen in einer Schlangengrube. Und doch erzählen wir noch Geschichten von seinem Leben und seinen Taten. Wie starb mein Bruder? Mit der Hand auf seiner Axt wartete er auf die Schildmeiden der Gefallenen. Nun trinkt er an der Seite unseres Vaters und erwartet den Krieg am Ende aller Tage. Jonton, mein Guter! Komm her, Junge! Ein Hund vergibt immer, doch er braucht dich zu Hause. So wie das Volk Nordhymbris. Tue dies noch für mich. Entzünde das Leuchtfeuer, das alle es sehen. Und lass es brennen. Okay. Alles klar. Was machen wir noch? Wir gehen den unkonventionellen Weg. Ja, wir müssen noch eine Etage höher. Ne, da sollte es eigentlich... Ach, Eber. Dann mach so, genau. So geht's auch. So, ach guck mal hier, schöne Kiste. So, dann nehmen wir mal die Fackel und schmeißen die da rein. Verlorener Ruhm ist abgeschlossen, okay. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal ein Stückchen weiter nach oben.
So, Freunde, mit dieser Aussicht verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.